Dieses Video zeigt Ihnen den richtigen Ablauf, um den Kondensator eines TBBs oder TDDs zu reinigen. Sie benötigen dazu die folgenden Werkzeuge: einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Bürste mit harten Borsten, Druckluft oder CO2, einen Staubsauger und eine Taschenlampe. Schritt 1. Ziehen Sie bitte zuerst den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, um den Strom zu unterbrechen. Schritt 2. Entfernen Sie die untere Abdeckung, indem Sie die Schrauben oben und an der Seite der Abdeckung lösen. Schritt 3. Entfernen Sie den angesammelten Schmutz von den Kühlschlangen und dem Ventilator mit einer Bürste mit harten Borsten. Bürsten Sie bitte nur rauf und runter, aber nie von Seite zu Seite, da das die feinen Lamellen verbiegen kann. Schritt 4. Nachdem Sie die Kühlschlangen gereinigt haben, saugen Sie bitte den Schmutz von den Kühlschlangen. Bewegen Sie den Saugkopf rauf und runter, aber nie von Seite zu Seite, da das die feinen Lamellen verbiegen kann. Sie können auch Druckluft oder CO2 zur Reinigung benutzen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Schmutz vom Boden und der Rückseite des Kondensators aufsaugen, damit er nicht wieder zurück an den Kondensator gezogen wird. Zum Schluss scheinen Sie bitte das Licht einer Taschenlampe durch den Kondensator hindurch. Sie sollten jetzt das Licht auf der anderen Seite sehen können. Das bedeutet, dass Ihr Kondensator nun frei von Schmutz ist. Schritt 5. Schrauben Sie die Abdeckung wieder an das Gerät. Schritt 6. Stecken Sie das Gerät wieder ein und vergewissern Sie sich, dass der Kompressor läuft. In den ersten 3 Monaten nach Inbetriebnahme empfehlen wir, die Kühlschlangen jeden Monat zu inspizieren. Das wird Ihnen einen Hinweis geben, wie schmutzig die Umgebung ist. Im Allgemeinen sollten Sie die Kühlschlangen alle 60 bis 90 Tage reinigen. Der Zeitraum hängt von der Umgebung ab, in der das Gerät benutzt wird. Benutzen Sie nie Filter, egal welcher Form oder Ausführung, da diese den Luftstrom sofort blockieren können und dadurch das Gerät nicht richtig funktionieren kann. Für zusätzliche Hilfe oder Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Serviceabteilung von True.